Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal bin ich in Saudi-Arabien gefahren und wie es drin war, seht ihr nach dem Intro. Ja, genau. Weil ich mich gerade gefragt habe, ob er das schon verpasst hat oder ob es das dieses Jahr überhaupt gibt, dann habe ich geschrieben, ja, das ist Ding halt. Dino Center, ja, das ist gut. Nur dieses Las Vegas Pack gibt es halt nur bis zum 31. Das braucht aber eh niemand. Wie viel Zeit haben wir noch? Zu ihm zu kommen und ihn. Fuck. 85, 88. 87, 89. I have the temps. Ah, 0,6 ist alles nicht so. Schon dreht sich einfach. So, rein geht's ins Rennen. Quali, ja, letzte Runde war nicht so gut, war allgemein nicht so gut. Start auch nicht so gut. Und in den Reinbremsen zu Undertaker. Dino direkt rechts neben uns. Der WM-Rivale, Rad an Rad, extremer Scheiß, in Runde 1. DNF, ah ja, chillig. Okay, also 5 Minuten Aufnahme, wir enden. Oh nein, ja. Dino ist direkt vor mir. Das war sehr, sehr unlucky, ja. aber ich konnte vorbei. Ja, ich bin vor ihm, let's go, durch einen Glitch, Safety Car. Oha. Oh, ich verlasse mal. So lucky. So oh Mann, Alter. Ja, das war ein langes Rennen. Zum Glück hast du nicht viel für geübt. Hallo, ich kann kein Gas Auf jeden geben. Fall war es richtig, richtig krass. Ja, es geht hier natürlich um die WM, deswegen liken und abonnieren nicht vergessen. Mindestens 10 Punkte mehr als Dino. Und was mit Mac? Ich kann kein Gas geben! Fick doch die Wand. Das war's. Oh mein Mann, Gott. Ey, es ist eine Scheiße. Was für Hyko wird eh crashen? Ich werd crashen. So, was ist jetzt die Strat? Ja, ich gehe auf die Mediums. Also ich war richtig sauer. Stark, danke. Und guck mal, was jetzt noch passiert. In der Box. Ich bin fast auch noch DNF'd. Alter. Bin ich ein Lucky Boy, dass ich da nicht DNF bin eigentlich. Deine 10 Punkte sind weg, Rocky. Dass du da kein so unverdient. Digga, wirklich. Rocky. Und Rocky war auch sauer einfach. Ja. Richtig sauer. Rocky, geh schlafen. Bro, was macht P16? Wuhu, ich bin in dem ersten gleich overtaked. Andy kam direkt vor mir raus. Oh, Andy, bitte. Andy, es geht um die WM. Andy. Andi, du bist ein Goat, wenn du mich vorbeilässt. Ja, jetzt sind wir richtig nah dran im ersten Sektor. Mediums gegen die Harten, es sollte eigentlich nicht so schwer sein. Ich werde hier auch schon aufgehalten. Nice. Er geht einfach komplett weit und ja, verteidigt da gar nicht groß. Sehr schön. Fand ich, ja, sehr stabil. Niklas, weg mit harte Tomate. Beide weg. Haben sich synchron Rüber. Gedreht und synchron Aha. wieder hingestellt. Wild. Vielleicht hat der Schaden oder so. Harte Tomate habe ich dann auch in der Box geholt. Und in Runde 8 war ich dann im Flow Rage dran. Das heißt, es geht nach und nach nach vorne.
Solange sie Mediums natürlich noch zulassen, hier an einer sehr, sehr riskanten Stelle gleich überholt. Ich wollte aber direkt vorbei und bin da auch vorbeigegangen. Er konnte dann auch nicht mehr überholen auf der langen Gerade. Von dem her als in der Box chillig. Das ist sogar Niklas Lohr. Also Niklas auch Box. In der Box. Den haben wir dann somit auch und somit geht's auf P11. Ja, Unlimited Blade auch in der Box. Ja, noch da eine bekommst Position. Du den Platz ganz knapp leider nicht, glaube ich. Schade, aber ich bin da wenigstens nah dran. Na, wie kommst du nicht? Die kommen raus. Ja, es wird knapp. Na, der muss wahrscheinlich Flügel wechseln, der steht mega lange. Den holt ihr euch. Der fährt jetzt wahrscheinlich gerade raus, den holt ihr euch. Hab auch mein ERS bisschen rausgedrückt. Dann raus, beschleunigen, einfach vorne bleiben. Und an Engelke wollte ich natürlich auch vorbei. Komm. Und das mache ich, indem ich sehr spät anbremse. Außen bleiben. Und ihn sehr schön außen überhole. Ja, gut. Schön gemacht, schön. Und in Runde 14 musste ich dann auch schon an die Box. Matti Box. Denn die Reifen waren auch schon sehr, sehr abgenutzt. 50% grob. Bin natürlich jetzt nochmal auf die Mediums gegangen. Da hat man es auch kurz gesehen. 48% optimal eingebogen, optimal released. Alles beim Optimum, bin jetzt natürlich wieder zurückgefallen auf P12. Und mein nächstes Ziel war harte Tomate. Hatte ein bisschen Bedenken, dass der mich aufhält oder so. Weil der mit Dino 1-1 ist. Zumindest war der da mal relativ oft im Talk. Aber jetzt ist er natürlich im Haas. Und hier gehe ich auch vorbei, Rad an Rad. Hab aber die bessere Traktion gehabt und bin da auf jeden Fall vorbei. Das hat man gesehen. Und jetzt ist Engelke wieder vor mir und der berührt auch die Wände. Fährt ein bisschen unclean. Somit, ja, ich fahre da auch sehr, sehr unclean. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich auch ein bisschen vom Gas gehen musste. Bin es trotzdem sehr, sehr unclean gefahren. Und wollte denselben Move machen. Wieder schön was rum. Digga. Aber der Engelke muss. Ja, den hast du gerade überholt. Egal. Dann, wenn man eine SC braucht, dann kommt's nicht. Das hat mich schon sehr aufgeregt, dass keins kam. Jetzt hat er sich nochmal gedreht mit den heißen Reifen. Ja, aber jetzt kommt eins! Das war so wichtig! Das ist richtig jetzt wichtig. Closer Rage DNF. Ah Mann, ich hab gedacht, das ist irgendwer von vorne. Come on, Grady, you can do this. Jetzt der Restart, Niklas direkt hinter mir. Schon und noch 8 Leute vor mir. Sieht fast so aus. Nee. Er gibt noch nicht Gas. Und es ist natürlich wichtig, so viele Punkte wie möglich zu holen, denn es geht wirklich um die WM. Ich bin gerade Erster und im nächsten Rennen geht es dann wirklich nochmal um alles. Ja, ich bin neben Matti. So, jetzt links neben Matti. Ich bremse. Spin. Und da dreht sich wieder Face Leon. Und Matti weg. John hat sich dann vor mir gedreht. Der Ferrari auch weg und leichten Schaden habe ich da. Doch, leichten Schaden. Geht aber. Du bist nur ganz, ganz leicht. Dino hatte auch zwei Berührungen. Hat John gedreht irgendwie so. Und du bist mit ihm dabei. Leichter Schaden ist. Das hältst du aus. Come on. Hellgelb halt. Das geht auf jeden Fall. Ja, das hältst du aus, die gehen zu dritt in die lange Links, da gibt's vielleicht gleich einen Unfall. Ja. Holy shit. Tom ist überholt worden von beiden, mit seinen Flügel kann er nichts machen, also den Platz holst du bestimmt auch noch. Boah, zu dritt in die Kurve da rein. Willst du mich verarschen? Ja, wir sind noch hintereinander geblieben. Basel ja nochmal dran. 9 Sekunden. Und jetzt ist halt der Hase Mercedes nämlich. Vorne Tom, dahinter Neil mit Dino dahinter. Das heißt, die können da jetzt ein bisschen taktisch machen. Und jetzt bin ich neben Face Leon. Innen. Bin neben Face Leon. Der ist es nämlich noch nicht. Er drückt mich aber komplett an die Wand. Verteidigt um sein Leben, obwohl er 9 Sekunden hat. Das hat mich auch sehr sauer gemacht, muss ich sagen. Schade. Bremst mich hier rein. Verhakt mich, indem ich lenk zu früh an. Niklas vorbei. Das war sehr, sehr schlecht gemacht eigentlich. Jetzt wieder P8. Gar nicht geil. Vor allem nur noch 3 Runden.
So, jetzt habe ich aber eine viel, viel bessere Linie wie Face Leon. Er verteidigt aber wieder um sein Leben. Ich musste vom Gas gehen. Werde ich jetzt auch gleich etwas lauter? Bro. What the fuck ist mit diesem... So, jetzt bitte mal normal. Weil Tom ist weg! Oh, Tom ist weg. Let's go. Oh. Der Renewal hat ihn weggetrieben. Und jetzt wird Face Leon angegriffen von einer... Ja, Limited. Also ich weiß nicht, was ach, der ach, macht. Die... Ach! Oh mein Gott! Ich hab gedacht, der Divebombt mich komplett weg. Mhm. Niklas und Dino sind am Fighten, aber richtig hart. Ich rede, du fährst. Ja, okay. Mach mal so. Dino, 3 Sekunden, let's go, come on. Wichtig. Du bist das immer noch war auch mehr, so, oder? So wichtig. Mhm. Let's go. Einfach bei ihm chillen auf jeden Fall. Bist gerade virtuell auf dem Podium, also chillen. Und Dino, Maxi, die sind meine WM-Rivalen natürlich. Boah, komm ich nah an Dino ran, was hat denn Dino für einen Topspeed? Und jetzt hier zu Fürth. Auf der Straight. Ich habe aber natürlich den besseren Topspeed wie Dino. Das hat man schon die ganze Zeit gemerkt. Jetzt bin ich außen gegen ihn. Bin vorbei, glaube ich. Niklas hält mich da jetzt natürlich ein bisschen auf. Er ist außen da und jetzt verbremse ich mich da leicht. Ich bin vorbei. Berühren. Aber noch alles gut. Ah ja, der eine Typ hat auch noch 3 Sekunden Strafe. Niklas und Neil gut am Fighten. Und Neil ist ein guter aggressiver Fahrer. Das ist vielleicht auch gut für dich. Neil auf jeden Fall langsamer. Und jetzt passiert die meiste Action. Konzentriert bleiben, mein Bro. You can do this. Dino ist so, so nah dran. Und hat jetzt auch einen... extrem langsam. Ja, keinen besseren Exit. 3 Sekunden. Und jetzt bin ich nah dran. Oh, nee. Niklas hält mich wieder ein bisschen auf. Da gehe ich nach außen. Oh mein Gott, was macht Dino? Ey, einfach chillen. Er hat die 3 Sekunden, Neil hat sehr viele Sekunden, also alles ist gut. Durchatmen, mein Dude. Natürlich hatte ich noch die Straights. Mehr Tops, wie man sieht, auch hier, wie ich rankomme wieder. Niklas und Neil wieder fighten. Dino 0% ERS, by the way. Okay, strong. Ich hab viel, viel mehr. Und jetzt bin ich richtig nah dran. Er hat wieder 0. Er bleibt komplett innen. Ich wieder komplett außen. Niklas könnte mich jetzt wieder aufhalten. Ich kann gerade nicht. 9. Konzentrieren. Jetzt muss ich nach links. 4. Ich drück alles raus, was ich hab. Bin vorbei wieder. Sehr schön, du bist vorbei. Jetzt habe ich ihn erstmal. Er divet. Sehr schön. Nein, was macht er? Bro, da rein. Wär gottlos. Ja, er will nur, dass er in deinen Kopf kommt. Also. Bleib du gechillt. Ist alles gut. Der ist wieder richtig, richtig nah dran, hat aber natürlich die Strafe, also es ist eigentlich relativ egal, aber Niklas zieht natürlich weg. Oder? Doch. Er will dich nur in den Fehler holen, aber du machst keinen, du bist clean unterwegs. Und das Podium ist futsch, denn Nico da vorne hatte 8 Sekunden. Also du hast es noch, Aber der war zu weit weg. Ja, bin ich jetzt aber auf dem Podium oder nicht? Nee, ja, ne? Ja, ist egal. Platz 4. Ist egal, es ist glaub trotzdem gut. Gib Gas. Du hast es. Er hat genauso wenig ES wie du. Er hat 0. Er drückt 0. Du hast jetzt einen guten Abstand. Du hast Windschatten DRS. Von Niklas. Von Neil. Alles gut. Er kommt nicht mehr ran. Hat 0. Und auch wenn er 6 Sekunden hat, ich versuch's trotzdem noch an ihm vorbeizugehen. Und ja, ich bin da auch vorbei. Sehr schön gemacht. Und somit ist es ein danke. P4. Obwohl ich auch mal letzter war. Geisteskrank. Ja, Dino ist auf die 6 und du bist auf Platz 4. Sehr schön, Bro. Geisteskrank. 7 Punkte, Stonks. Du brauchst einfach nur 3 Punkte dann.
Natürlich habe ich mich noch nicht so krass gefreut, denn in Bahrain geht es dann richtig ab. Standings habe ich jetzt noch nicht für euch, denn ich schneide das Video direkt dem Tag, an dem ich gefahren bin. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich die nochmal, bevor das Rennen dann das Finale angeht, blende ich die in dem Video nochmal ein. Aber auf jeden Fall, es wird nochmal richtig geisteskrank in Bahrain, denn ich darf mich nicht drehen, ich muss vorne bleiben und dann habe ich diese WM. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, liked und abonniert und ansonsten gönnt euch noch das Wunschinterview. Ja, haut rein und ciao. Herzlich willkommen, Bright Gamer im Interview. Moin, Du Mann. hast ein Wunschinterview von Wunschloser bekommen. Ja. So. Kannst du einen Salto? Fragt Skeptik. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Oha. Noch eine Frage von mir. Was ist da passiert, wo du dich da weggedreht hast nach dem Restart? Reifen zu kalt oder was war da los? War alles dick. Also zuerst konnte ich einfach kein Gas mehr geben, obwohl die vorne schon Gas gegeben hatten, hatte ich zumindest das Gefühl. Die waren dann aber doch noch langsam. Reifen waren auf 76 Grad, weil ich, wie gesagt, auch nicht mehr gescheit Gas geben konnte. Und dann war ich einfach dick und bin voll aufs Gas gegangen, habe mich gedreht und hätte mich fast in der Box auch noch DNF'd. Oh. Also war eigentlich extrem lucky. Safety Car hat mich so gerettet. Und die Ja, Fights das haben mit wir auch Dino waren noch gesehen. krass. Ja, da hattest du schon extrem Glück und dann hat sich Dino auch noch 3 Sekunden geholt und du bist da strafenfrei geblieben. Ja, mit dem Kuddelmuddel da vorne hättest du vielleicht noch da vorne Hiko noch angreifen können mit seinen 5 Sekunden. Aber trotzdem jetzt noch vor Dino da ins Ziel gekommen zu sein, müsstest du eigentlich sehr happy sein, dann Ja. besonders nach dem Dreher wahrscheinlich, ne? Ja, das ist extrem wichtig. Vor allem mit der WM. Ich glaube, ich kann jetzt nächstes Mal P13 werden und dann habe ich das. Genau, das müsste, glaube ich, reichen. Ich glaube, du hast jetzt 7 Punkte aufgeholt, meine ich. Ja, aber Maxi ist ja jetzt noch mit Ah reingerutscht. ja, stimmt, ja. Gut, Der ist da ja müssen wir nochmal wie 3 gucken. Punkte vor Dino jetzt. Ah, da müssen wir nochmal gucken, wie sich da die Standings entwickeln. Das werden die Aber ich. Mathematiker bis nächste Woche rausfinden. Ja. Aber Grüße sonst, gehen auf jeden Fall wie raus fandest an du dein Rennen? Wunschloser. Ja, mein Rennen. Also, am Anfang habe ich gedacht, es ist komplett verloren. Wie gesagt, nach diesem Safety Car. Und dann, ja, hatte ich auch nicht sehr viel Hoffnung, wie gesagt. Ja, Safety Car hat mich dann halt gerettet und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr nice, sehr, sehr spannend. Viele Fights gehabt. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ja. Alles klar. Dann danken wir auch dir zum kurzen Interview. Und ja, bedanken uns für das Zusehen hier zum Stream von Liga 2. Gleich geht es direkt weiter um 19:15 Uhr.